Amen. Amen. Ist ein wunderbarer Psalm, den ich auch sehr gerne auf Arabisch höre. Auf Arabisch hört er sich noch viel schöner an. Ich glaube, das geht dann Al-Rabbi Halilui, Fimeran Kudrin, Kuna Kaskani, Alemi Halleluja. Also das ist ein wunderbarer Psalm. Und ich finde gerade die Araber, die können das halt super, weil ihre Sprache sich auch so wunderschön anhört. Aber der Psalm 23, wenn ich ihn auf Deutsch lese, dann in mir kocht etwas. Also ich fühle etwas, verstehst du? Das ist was ganz anderes. Ich lese den Koran, ich habe damals so versucht zu bedeuten, wie kann das gemeint sein, wie kann das gemeint sein, wie kann das gemeint sein? So diese tausendfache Deutlichkeit. Natürlich kann man auch die Bibel anders verstehen, aber das machen meistens nur Irrlehrer. Also ich brauche kein Tafsir, ich brauche nicht das, ich brauche nicht tausende Gelehrte von da und da auf dieser Welt. Die Bibel erklärt sich von selbst. Das ist absolut, wieso soll ich denn an ein Buch glauben, was mir nicht mal mein Gott erklären konnte, Mann? Was ist das denn? Hast du gesehen? Der erklärt sich selber. Das ist unfassbar, ist Und das. das glaube ich, und das ist ja das bei mir, Adler. Ich denke halt, ich muss den einfach mal können, den muss ich verstehen, dann weiß ich was, weil ich bin ein Mensch wirklich, der viel hinterfragen tut. Deshalb, ich hätte den Koran schon 180.000 Mal lesen können, aber dann hätte ich nichts verstanden. Aber ich hinterfrage sehr viel, Ich hinterfrage nun mal, ich hinterfrage, warum, weshalb, wieso, warum ist hier das, warum ist hier das? Ich hinterfrage viel. Und deshalb brauche ich bei einem Koran nicht wie alle anderen Muslime, in 3 Tage habe ich den komplett durchgelesen. Und was hast du verstanden? Nichts. Kann ja googeln. Ja, super. Verstehst du, was ich meine? Das bin ich nicht. Ich hinterfrage einfach. Ich habe auch bei der Bibel viel hinterfragt, zum Beispiel. Ja, habe ich auch. Und ich bin ein Typ, ich hinterfrage gerne. Eine Frage, Alimor. Hast du jemals in deinem Leben im Koran so geistreiche Sachen wie zum Beispiel jetzt in Psalm 23 gelesen? Hast du jemals im Koran gelesen, euer Herr liebt euch und ihr liebt den Herrn? Hast du solche Sachen gelesen? Nein! Was heißt Der Koran da? besteht nicht aus Liebe. Der Koran besteht nicht aus Barmherzigkeit. Der Allah nennt sich barmherzig, aber er ist nicht barmherzig. Das ist katastrophal, ist das. Wenn ich den Koran so gut kann, wie ich ihn, wenn ich ihn so gut verstehe, wie ich, dann werde ich dir 100% Antworten geben können. Ich habe mich auf ein paar Sachen im Koran fixiert, auf die ich lernen wollte. Und Koran aus. geht, herzvoll geht der Mund über. Wo steht sowas im Koran? So etwas wirst du nicht im Koran finden. Ja, bei Bibel habe ich auch Dahinter. zum Wenn Beispiel. dein Herz kocht, wenn dein Herz pocht, wenn du die ganze Zeit am Arbeiten bist, wenn du die ganze Zeit am Denken bist, so mit jedem Herzschlag, und wenn du merkst, dass Menschen diese Sühne von dem Herrn Jesus Christus nicht annehmen wollen, dass der Herr Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er versucht hat, Heil auf diese Erde zu bringen und wie Menschen ihn abgeschoben haben. Guck mal, das ist eine Gottesgnade, dass Gott einen Sohn auf die Erde schickt, für uns Menschen, die wir total undankbar sind, die wir total katastrophal mit ihm umgegangen sind, und das passiert ist mit ihm, was sie heute noch passieren würde, wenn der Herr Jesus Christus auf die Erde kommen würde. Natürlich nach der Prophezeiung nicht, aber ein Gedankenbeispiel. Es würde genauso passieren, weil unsere Gesellschaft ist nicht ehrlich zueinander. Wir würden einen Menschen, der so kommt auf die Erde und uns dann erzählt, hier, mach es doch so und so, und dann es würde viel besser laufen bei euch. Jeder Staat, jede Regierung würde diesen Menschen ablehnen, weil keiner daran interessiert ist, Gutes zu tun. Das ist nämlich nur der Herr. Und der Islam ist auch nicht daran interessiert, Gutes zu tun. Der Islam ist daran interessiert, die gesamte Welt zu beherrschen, Mann. Das ist doch katastrophal, ist das. Adler, was würde passieren, wenn morgen Jesus auf die Welt kommt? Da würden wir alle auf die Knie fallen. Alle. Alle. Die ganze Menschheit. Hallo, das musst du jetzt beantworten. Gläubige oder alle? Also, die Bibel lehrt ganz klar, dass es erstmal eine Entrückung gibt und die Gläubigen entrückt werden von dieser Welt. Ja, und wenn er wiederkommt, dann werden alle Knie sich beugen, steht geschrieben. Also in der Offenbarung steht geschrieben, Offenbarung 1, schaut mal. In der Offenbarung 1, ab Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Amen. Das wird zum Halleluja. Beispiel erstmal Auch geschehen. die, die ihn erstochen haben, selbst die, die ihn gehasst haben, selbst die, die nicht mit dem Wort Gottes einverstanden gewesen sind, weil sie kein Heil auf dieser Erde wollten, sogar die werden auf die Knie fallen.
Alle praktisch dann, ne? Alle, sogar die, die ihn gehasst haben, sogar die, die ihn angestochen haben, die, die ihn umgebracht haben. Wieso ist Es das ist nicht der beim Sohn ersten Gottes. Mal passiert, Adler? Wie meinst du das? Er war ja schon auf der Erde, ne? Ja. Und da hat man ihm ja auch nicht geglaubt, dass er Gott ist, so wie du jetzt sagst, er war Gott. Wenn Wer da hätte es auch nicht geglaubt? Nicht. die meisten haben ja ihm trotzdem nicht Die geglaubt. Nachfolger Jesus, die Nachfolger Christi glauben ihm. Aber wer hat ihm denn bitte schon nicht geglaubt? Es war ja das Römische Reich und die Juden, die darin gelebt haben. Und wieso haben sie ihm nicht geglaubt? Richtig, wieso hat er nicht gesagt, ich bin euer Gott? Er hat Wunder vollbracht, er hat Blinde geheilt, er Aber hat Positives gebracht. Menschen haben angefangen nachzudenken, so wie wir heute nachdenken. siehst du, Adler, Wer möchte, dass du nachdenkst über Positives im Leben? Wer möchte nicht, dass Frieden auf dieser Erde herrscht? es Und ist, damit will ich jetzt nicht aufs Zionistische oder so hinaus. Das ist ja, nicht. gut, da, mit denen brauchen wir, über die brauchen wir gar nicht reden. Hallo, Zionisten, hör auf, dann habe ich Sahi Alimor. Ich heute bin Nacht. Adam. Bruder. Alimor, mein Ja, bitte. Schatzi. Wir Menschen sind voller Sünder, Alimor. Wir Menschen können nicht akzeptieren. Ganz kurz, Ja, okay, Adler, sorry. Bruder. Nico. Alimo, ich habe dir das doch gesagt. Ja. Jesus war doch nie seine Aufgabe, dass er hierher kommt und dir sagt, dass er Gott ist, Mann. Du fragst immer wieder dieselbe Frage. Er war Aber doch gar das nicht. ist, aber das ist ja. Wie heißt der Sahi? Hör auf, jetzt, diesen Namen kann ich nicht mehr hören, Sahi. Ja, aber Nein, Bruder, das. das ist Guck mal, halt du. das Schwierige. Das ist halt das Schwierige für Ja, aber einen. Alimo, wenn er gekommen wäre und hätte gesagt, ey, ich bin Gott, dann hätte er Ja. dir deinen freien Willen genommen. Hätte er dir noch gezwungen, dass du auf die Knie fällst, dann wäre es vorbei gewesen mit deinem freien Willen. Verstehst du? Darum, Ich das weiß, ist. was du meinst. Ich weiß, ich verstehe das schon, was du Ich meinst. möchte noch was lesen, und zwar Jawohl. in Philipper, Brief Kapitel 2, ab Vers 9, beziehungsweise ab Vers 10. Es ist nur ein Name verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, jeder Mensch, der jemals gelebt hat und je leben wird, wird sich nur vor einem einzigen Namen beugen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Hier Und schreibt jemand, aber die. Sorry. er hat in vielen Wundern bewiesen. Ich glaube, in acht Nat in vier Naturwundern, in über 10, fast, ich glaube, 14 menschlichen Wundern, das heißt Blinde geheilt, Krüppel geheilt, einfach Kranke geheilt, die dämonisch besessen waren. Und er hat auch bewiesen und auch von sich selber gesagt, zum Beispiel, ehe Abraham war, bin ich. Er hat an vielen Stellen auch, zum Beispiel in Johannes Evangelium 10 auch gesagt, dass er und der Vater eins sind. Und die Juden damals, die Schriftgelehrten, haben das ja auch ganz klar verstanden. Sie haben verstanden, was er beansprucht, dass er Gott gleich ist. Aber ihr Herz war einfach so verstockt. Deswegen steht ja auch in der Schrift geschrieben, dass das Herz der Juden, die nicht den Messias, also den Herrn Jesus Christus, annehmen wollen, dass das einfach verstockt ist. Es ist wie eine Decke, was vor ihnen liegt. Es gibt diese Geschichte bei Moses, wo diese Decke aber weggetan wird. Und diese Decke wird nur weggetan, wenn sie sich bekehren zu dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, deine Frage, was du immer wieder stellst, wieso hat er das nicht gesagt? Er hat es an vielen Stellen bewiesen. Und Thomas hat es erkannt. Thomas, der Ungläubige, hat gesagt, hey, ne? Er hat gesagt, zeig mir dein Mal. Ja, und die Seite, wo du am Kreuz durchstochen wurdest mit dem Speer. Erst dann, glaube ich, hat er gesagt. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, komm, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Ja? Und so spricht er auch jeden Tag zu jedem Menschen, sei gläubig. Und was hat Thomas dann gesagt? Mein Herr und mein Gott, hat er Jesus genannt. Und Jesus hat dann gesagt, glückselig, ne, sind aber, also du glaubst, weil du mich gesehen hast. Thomas, aber glückselig sind die, die ihn nicht gesehen haben und dennoch glauben.
Dennoch glauben, genau das habe ich heute die ganze Zeit gesucht. Kannst du mir das bitte nochmal zitieren? Warte, ich hole mal kurz einen Stift, welche Quelle das war. Das habe ich heute noch gesucht, weil ich will jetzt nicht darauf hinaus, mit wem ich gestritten habe, aber ich habe mit einer Person gestritten. Und was heißt gestritten halt? Ich habe einfach nur meine Meinung gesagt. Und dann hieß es halt im Jahr, du mit deinem Gott und sowas, du kommst immer mit dem Gott-Thema, du bist gar nicht mehr wiederzuerkennen und so, also so im Negativen. Und dann halt eben habe ich gesagt, ja, also da meinte sie halt eben so, du checkst ja auch gar nichts mehr und so, ne? Habe ich halt eben gesagt, ja, ich muss auch nichts verstehen, um an Gott zu glauben, weil besser ist es halt eben, so wie du es gerade erklärt hast. Weißt du, es Schreib ist auf. besser, wenn du nichts weißt und trotzdem glaubst, als wenn du alles weißt. Das ist ja Ja. Katastrophe. Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers, Ayat 29. Ah, ja. Nicht sage ich. Nicht Ayat. sage ich. Nicht sage ich. Hier hat jemand gefragt, meinte Jesus hätte keine Engel zu Hilfe rufen können. Der Herr Jesus Christus hatte immer wieder Zugriff auf seine hundertprozentige Gottheit, aber er wollte sich ja dem Menschen gleichstellen, sonst wäre es ja ungerecht für ihn gewesen. Er hat nur seine Gottheit geholt, wenn er Ja, Blinde geheilt hat, wenn er Wunder vollbracht hat. ich glaube, das hat er Sonst gerade, hätte er ja auch ich den glaube, der blödsten Tag Petrus schon hat das verrechnen können, ne? so. Er hat ja zu Petrus gesagt, weiche voll mit Satan, als er wollte, dass er ihn vom Kreuz rettet. Verstehst du? Da hat er doch gesagt, denkt ihr, ich hätte nicht mehr eine Legion Engel rufen können, damit sie mir helfen. Und eine Ja, Legion aber wissen wir ja, was sind 5000 Engel ungefähr? was war das jetzt nochmal, Harut? Welche Stelle war das? Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 29. Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 29. 29, ja, da sagt Thomas, also Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also damit ist ganz klar jeder Bruder gemeint, Wir, der jetzt an Jesus Christus glaubt. genau. Ja, Wahrhaftig glaubt. wir. Damit werden wir angesprochen. Wir, also genau, wir die Lebenden jetzt, weil das ist ja jetzt schon über 2000, also ja, nach der Rechnung fast also 2000 Jahre her oder über so, Pi mal Daumen, ne, können wir ja nachschauen, wie viele Jahre das sind. Genau. Ist das schon sehr lange her und wir haben ihn nicht gesehen, aber wir glauben dennoch, weil wir die Bibel haben. Ja, das gilt ja auch für Leute, die sagen, ja, wieso habe ich kein Zeichen bekommen? Wieso hast du nur ein Zeichen bekommen? Genau, das ist auch damit gemeint. Weil viele bekommen halt kein Zeichen. Aber Ich trotzdem meine, glauben sie. wenn ich das den Brüdern sage, so bitte geht auf die Knie, dann erwartet bitte, dass es auch bei euch so ist, wie es bei mir und bei vielen anderen gewesen ist. Es ist nicht bei jedem so und vor allem, ihr müsst auch empfänglich sein für diese Antwort. Ihr müsst es auch wollen, eine Antwort zu bekommen, weil wenn du auf die Knie gehst und das dann so heuchelst quasi so, ja, Herr, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir und so nebenbei so gesagt und dann morgen gar nicht mehr darüber nachdenkst, dann wirst du auch keine Veränderung spüren. Wir sind doch alles Menschen, außer wenn der Herr das will. Adler, wie ist das bei euch mit Schicksal? Ist das vorgeschrieben bei euch auch? Nein. Ah, okay. Also nichts ist vorgeschrieben. Also Nein, nein, das ist ja auch gerade dieses theologische freie Problem. Wille. Im Islam gibt es ja dieses Schicksal, ja, nee. Ja. Es kann auch Allahs Wille sein, dass du zum Beispiel in 5 Jahren den Islam verlässt, weil er leitet nicht Ja. nur dem Recht, wen er will, sondern er führt auch irre, wen er will. Ja, nee. Nein, Und dann ist er. es ja auch nach diesem Koranvers Allahs Wille, wenn du getötet wirst. Deswegen muss sich ja der Henker keine Gedanken um deinen Tod machen, wenn er dich umbringt, weil ja der Allah das vorher bestimmt hat und ihn sogar angeordnet. Aber Das ist ja nicht nach Koran, sondern nach Hadithe. Nicht nach Koran. Wir Koran wollen haben heißt wir es doch ja. nicht anders gelesen. Nein, da steht, ich habe vorher dem Harald auch gesagt, da steht, wen er will. Das heißt nicht, wen er will, Nein, da stand ja, sondern wenn ihr in die wer Schlacht zieht es will. quasi, Wer? dann tötet ihr für Allahs Willen und es wäre so, als wenn Allah ihn getötet hätte. Nein, nein, nein. Ja. Nein, ich meine nicht bei dem. Insgesamt steht im Koran immer ja übersetzt, Allah leitet den Recht, wen er will. Das stimmt nicht. Allah leitet den, wer es will. Das ist der Fehler, bei dem er, was viele Übersetzungen auch so steht. Es heißt, wer es will, nicht wen er will. Weil sonst könnte ich ja sagen, ja, du wolltest doch mich nicht recht leiten, was kann ich jetzt dafür? Das wäre ja totale Quatsch. Übersetzung hast du, Alimo? Ich habe eine türkische von einem Professor, nicht von einem Imam oder so. Ich habe eine türkische von einem Professor. Okay, weil ich.
Ich weiß, was du meinst. Es sind viele, Übersetzung höre ich zum ersten Mal, weißt du, darum. Ja, ich glaube ich dir, deshalb, guck mal, deshalb, ich könnte jetzt zum Beispiel mit euch, mit der Bibel, weil ich die Bibel halt nicht kenne, weil ich habe ja die Bibel einmal durchgelesen, ja, aber jetzt nicht so von Herzen, nicht so von wie soll ich das sagen, ich bin ja ehrlich, ich habe ihn mal so durchgelesen, das ist ja auch schon länger her, da bin ich durcheinander gekommen. Da habe ich gedacht, das ist ja wie Hadith. Hier steht so, dann steht das so, was. Und das sind ja viele Bücher. Und dann habe ich gedacht, ja gut, irgendwas, das verstehe ich noch nicht. Dann habe ich den Koran gelesen. Dann habe ich mir, ich habe mich mal mit so einem Professor hingehockt und dann habe ich so, aber da, wo ich euch recht gebe, ist, wenn ich natürlich als Nichtswissender oder als kein Muslim oder ein anderer Gläubiger den Koran lese, denke ich mir, und das soll jetzt Gott sein, oder was? Denke ich mir. Wenn ich ehrlich bin, das bin ich dir ehrlich, wenn er mir manchmal so Verse vorliest und dann ich die Übersetzung gucke, dann gucke ich ja nebenbei auch meine Übersetzung und dann denke ich mir, warum steht bei denen jetzt so und bei mir nicht so? Ja, und ich verstehe euch ja dann, aber dann kommt kein Araber, komischerweise, wie Hamdi oder so, die wo ja gut Arabisch können und können es euch nicht erklären, der geht mit der Übersetzung, debattiert er mit der Übersetzung, sagt doch denen, dass es gar nicht so heißt. Das verstehe ich von den Arabern. Ja, aber vor allem, vielleicht heißt es ja so, nur du willst es nicht nein, haben, es so gibt, heißt. Nein, es gibt ja auch, ich gehe ja nicht, nein, weißt du, was das Problem ist bei denen, warum sie das nicht tun? Warum es dort heißt, wer es will, aber die das nicht glauben wollen und nehmen das, wen er will? Weil das dann zu Hadithen nicht passt. Das ist das Problem. In vielen Sachen. Das passt dann nicht zu ihrem Hadith. Weil so kann man Hadith rechtfertigen und sagen, guck. Aber Alimo, guck mal, hier schreibt einer auch gerade unten noch die Wahrheit. Er schreibt, dass die sich nicht trauen und Angst haben vor Hinterhalt. Das stimmt. Weil viele Sachen sind einfach falsch übersetzt. Richtig, ja? Steht ja auch, was du sagst. Und die übersetzen das falsch. Wie zum Beispiel, was wir heute Mittag das Wort haben. Zum Beispiel das Wort für Hochzeit, Nikah. Ja. Aber das Wort ist nicht nur für Ehe, für Heiraten. Es gibt Beispiel, viele Bedeutungen. Das Wort ist auch, das Wort bedeutet auch Geschlechtsverkehr, aber das sagt dir keiner. Ja, ja, ich weiß. Weil das ja sonst nicht mehr darüber nachgedacht, was Nick bedeutet. Nick Immack und sowas, alles, was sie da immer sagen. Nick Immack. Ja, das ist ja immer noch Dialekt. Einige andere Syrer zum Beispiel sagen ja, glaube ich, das anders als die Marokkaner und so. Adler, verstehst du, was ich meine? Wenn du jetzt diesen Vers, wenn einer Sunnit den Vers wirklich komplett normal übersetzt, sagt der auf einmal, scheiße, Mann, jetzt passt das nicht mehr zu meinem Hadith, jetzt kann er mich angreifen auf meine Hadithe mit Koran sogar. Das geht nicht, also lasse ich es so. Weil er muss ja, für ihn ist ja Hadith wichtiger. Wie einmal, ich habe mal so einen Bart Simpson gesehen mit so einem Vollbart im YouTube. Ich weiß nicht, wie der heißt, Abu Barra oder was. Sagt er einfach. Den kenne ich ja sogar. Weißt du, was ich meine? So ein das ist voll der Ampel. War ja damals bei denen immer in der Moschee. Das ist ja die deutschsprachige muslimische Gemeinschaft in Braunschweig. Waren die immer. Ich schwöre dir, der sagt einfach, der Koran braucht nicht, also die Hadith, also der Koran braucht mehr die Sunna als die Sunna den Koran. Ja, wo bist du gelandet, du Dorftrottel? Was ist mit dir los? So ein Hampelmann. Verstehst du, was ich meine? Warum? Er kann nicht. So, erstmal Assalamu alaikum an unseren Gast. Alaikum salam. Und an Abu Khanjar eben. Assalamu alaikum. Der Jesus Christus. Assalamu alaikum, Abu Khanjar Abi. Alaikum salam Abi. Und alaikum salam Daye Alimo. Ah, ich hau ab, weil Abu frisst mich jetzt wieder, der macht Therapie. Daje, niemals, Daje, niemals, bei dir nicht. Du bist der respektvollste, ehrlich, also selten sowas gesehen, oder Harut, Bruder? Ehrlich, oder? Absolut, ich meine das vollkommen ernst, wie Ali da ja auch argumentiert, das kann ich ja verstehen, aber für mich macht es halt theologisch absolut, ist das für mich so, ja. Adler, wenn ich auch frage hier, ja, das ist wirklich, von Herzen sage ich, nie böse gemeint, ich frage natürlich viele Sachen, um einfach mein Wissen zu erweitern, sage ich mal, weil manche, wenn ich immer was frage, ja, was willst du mich angreifen auf die Art, nein, ich frage, ich höre euch gern zu, ich gucke auch manchmal Sachen, ich lache mit euch, es ist in Ordnung, wir reden und ich wünsche mir wirklich, dass jeder Mensch, der gutes Herz hat, ins Paradies kommt und dass sie uns alle da sehen. Mehr will ich nicht. Mit niemandem sprechen. Das wünsche ich mir auch für dich, Ali, deswegen machen wir das ja auch für Menschen, die interessiert
Charakter haben und über ihren Horizont hinauswachsen können und nicht nur sich auf das beschränken, was ihnen mit der Muttermilch quasi schon gegeben worden ist. Ja, klar, natürlich, deshalb sage ich ja immer wieder, ich... Alimor, komm zu Jesus. Nimm Jesus an. Also aber über Alimor sagt, kann ich eine Sache sagen. Er kommt schon Jesus sehr nah. Erstens mal, er glaubt schon mal an Jesus. Das ist schon mal gut. Ja. Das heißt, diesen Grundbaustein, also das Fundament ist schon mal da bei Alimor. Er glaubt schon mal an Jesus. Und zweitens hat er schon mal die Hadithe weggelassen. Das heißt, er kommt immer wieder näher zu uns. Ja? Ja. Alimor ist unser Komschia. Schon mal. Unser Diran. Der Abu Khanja, der Bruder, der ja. ist Therapeutin. Harut, Therapeut. Harut, bin ich auch Therapeut für Hamdi oder nur für Alimor? Ja, das nur für Menschen, man nur kann, für Menschen wie Alimor. Nur für Menschen, nicht zwingen. Man kann die Patienten nicht zwingen. Wenn, ihr müsst überlegen, wenn schon Patienten während sie joggen schon zu mir kommen, was heißt das? Dr. Sheikh Abu Khanjar. Dieser Adler, was, was haben wir noch mal gesagt das letzte Mal? Richtiger Haster, ne? Mysteri, Mysteri, Mysteri. Harut, Bruder, ich muss dir was sagen. Guck mal, ich muss vor allen Leuten hier was sagen. Ich war heute sehr traurig. Jemand hat Harut beleidigt. Also zwar nicht heute, ich glaube gestern oder vorgestern. Das hat mich sehr traurig gemacht und das werde ich nicht auf mich sitzen lassen. Weil wenn jemand Harut beleidigt, beleidigt auch mich. Damit alle hier Bescheid wissen. Steinige mich. Bruder, weil. Steinige mich als erstes. Köpfe mich als allererstes. Für Bruder Harut würde ich wirklich viel mehr machen, als wahrscheinlich Harut das jetzt gerade glaubt. Das ist jetzt kein Schwachsinn oder so, Harut. Du bist mir sehr ans Herz gewachsen über die letzten Wochen. Ich sag dir. Ich sag dir warum. Weil ich habe heute ein Video bekommen. Ja. Da wurde über uns gesprochen. Ja. Bei dieser Gummibärchenbande. Und da wurde Harut zutiefst beleidigt. Und von wem? Von der Kopf von der Gummibärchenmann. Und ich war sehr, sehr enttäuscht. Ich bin ehrlich, also von diesem Mann, von diesem Neandertaler, wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Von Hamdi, ja? Mich wundert da wirklich gar nichts mehr. Aber diese Beleidigung hätte ich von ihm nicht gedacht. Ja? Sie haben jetzt 132 Zuschauer. Ich war schockiert, als er gesagt hat, ah, Harut, Scharmut. Sowas sagt man nicht. Sowas sagt man nicht, Leute. Okay? Scharmut, was heißt das? Hurensohn. So. Man sagt sowas nicht. Okay? Harut, Scharmut, sowas sagt man nicht. Nee, ich glaube, Scharmut ist ja nur Hu. Spielt keine Rolle, Bruder. Das spielt keine Rolle. Dann meint ihr schon das. So. Ja. Als Prediger und als Vorbild sagt man sowas nicht. Nein, also ich bin ehrlich. Was für ein Vorbild, Bruder? Was für ein ich Vorbild? Ich bin ehrlich, Bruder Nico, guck mal, ich bin ehrlich, man kann Sachen sagen, auch eklige Sachen, egal, man guckt weg, ne? Aber dass man den Bruder Harut so angeht und dann noch wer, der immer hier einen auf Prediger macht und Vorbild und keine Ahnung was. Harut, du Scharmut. Bruder, ich habe auch nicht gelacht. Ich war sehr, sehr, sehr traurig, als ich das Video gesehen habe. Ich habe direkt gedacht, was habe ich da gehört? Ich habe sie da zurückgemacht, das Video. Und dann immer wieder zurück. So, sag mal, spinnt der eigentlich total? Harut, guck mal kurz. Boah, Adlerblick, du bist doch nicht normal. Ich habe echt gedacht, der ist da unten und warum habe ich das nicht gesehen? Und deswegen hat der Abu Ganja haben die Herausforderung für MMA-Fight angenommen. Bei Universum Boxen werdet ihr das sehen können, für 9,99 €. Bruder, ich war echt enttäuscht. Also ich suche mal sogar die Stelle, wo das war, Moment. Ja, es gibt sogar ein Profil. Es gibt sogar ein Profil. Jemand hat sich so genannt und hat mein Bild benutzt. Ja, wundert mich aber nicht, Bruder, wenn man schon sowas sagt. Der Oder kann sein, dass er einfach nur diesen Namen vorgelesen hat, weil jemand hat sich nur genannt. Nein, ich meine der Hamdi hat es gesagt. Und es gibt ja eine Aufnahme, ich habe die Aufnahme ja gesehen, wie er ihn so genannt hat. Warte, ich such mal. Ich dachte einmal, Hamdi ist beigetreten, mach das weg. Ei, Hamdi ist der wahibitische Besenmann. Nein, wir machen uns nicht über sein Aussehen lustig, Mann. Hä, Junge, schon wieder der Muslim, der so total der Moralapostel ist. Junge, hast du nicht gerade gehört, wie hart es genannt worden ist? Wir haben nur ein Bild kurz für 5 Sekunden von ihm eingeblendet, haben so getan, als wenn er sich wieder an seinem Bart spielt, so wie sonst immer. Was für, wir machen uns über sein Aussehen lustig, Mann. Was stimmt denn nicht mit dir? Nein. UFC, Hansi, MMA, Hansi. Die haben mich schon gerade so zum Gandalf gemacht und ich habe lachen müssen, mein. Ja, lach doch ruhig über mich, dass ich aschkenasisch-jüdische Gene habe und so. Ja, lach ruhig darüber, ist kein Problem, auch wenn das ein bisschen rassistisch ist, aber beziehungsweise gegen den jüdischen Glauben, ist ja keine Rasse. Aber doch, die Aschkenasi ist ja eine Rasse, ist ja ein Volk. Ja. Ich bin Gandalf, ich sag dir auch nichts. Wie alt ist Adler? Ich bin über 20.
relativ jung, aber ich habe mich du sehr gut sein, damals in meiner Jugend mit dem Islam auseinandergesetzt. Ich war in politischen Strukturen vom Islam drin. Ich war in Predigergemeinden, die ihr allesamt kennt, beziehungsweise wegen denen eigentlich der Islam wieder erst einen großen Aufschwung erlebt hat in den letzten Jahren. Also ich hatte schon mit viel sowas zu tun. Halima, Bruder, hast du wirklich kann ich euch kurz die Aufnahme zeigen? Leute, ganz kurz. Kann ich euch die Aufnahme kurz zeigen? Ja, zeig mal. Ja. Bitte alle ruhig. Ich zeige euch die Aufnahme. Moment. Ihr müsst mir aber nur sagen, ob ihr es gut hört oder nicht, weil dann mache ich was anderes. Moment. Warte. Eins, zwei und drei. Harut. Harut, Sharmut, komm rauf, komm. Habt ihr das gut gehört? Aber trotzdem, ne, guck mal, sogar ich muss darüber lachen. Ne? Ich mein Bruder, guck mal, Adler, Gott ist mein Zeuge, Gott ist mein Zeuge. Ich habe kein Funken Lachen überhaupt gehabt, weil, guck mal, wir haben einen Content, er hat einen Content. So, das heißt, es gibt Grenzen, wo man jemanden irgendwie beleidigt oder sonst irgendwas, ja. Wir überschreiten die nicht, weil es gibt Grenzen, ja. Aber wenn man schon so anfängt, weißt du, mich wundert es bei diesem Typ jetzt wirklich gar nichts mehr. Warum? Letztens nennt er mich den N-Wort. Ja. Jetzt kommt er mit Harut Sharmut. Verstehst du? Ja, ich frage mich nur, wie kann man in dem Alter auch noch, ne? Normalerweise gibt es eigentlich gar keine Altersgrenze. Sowas macht man eigentlich gar nicht. Sowas sagt man gar nicht, ja? Sowas geht man gar nicht. Du hast einen Content, du willst deinen Islam verbreiten. Abo, Bruder, ganz kurz. Guck mal, ich will ihn jetzt, du weißt, wie ich zu Andi stehe, darum, aber ich muss zugeben. Ich bin Punkt, kein Problem. Ich bin stolz. Nein, ganz kurz, Bruder, lass mich ausreden. Guck mal, da war so ein Typ, der hat sich. Ich weiß. Und er war auch in seinem Chat, bestimmt hat er den hochgerufen. Ja, Bruder, ganz kurz. Aber wieso legst du das vor? Wieso machst du extra so, verstehst du? Richtig. Ich kann jetzt, stell mal vor, jemand nennt sich Hamdi, piep, ja, und ich rufe extra so laut und sage, komm mal hoch. Hamdi, du piep, komm mal hoch. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, es gibt Grenzen, Bruder, es gibt Grenzen einfach. Und sowas sagt man einfach nicht, weißt du, auch wenn man sich nicht mag. Oder... Abu Hansar, come on. Come on. Ich bin Punkt, ich bin stolz drauf. Come on. Komm on, neue Förderungsmöglichkeiten. Komm on. Guck mal, das Krasse ist einfach, er sagt die ganze Zeit, er will gegen den, wie heißt der? Der Rob Christian will er auf Arabisch debattieren. Ja, Christian Prince will er auf Arabisch debattieren. Janne, kommt mal klar darauf. Guck mal, das wird ja dann übersetzt. 100 Leute übersetzen das falsch, dass er der Gewinner ist. Und die das richtig übersetzen, sind wahrscheinlich dann wir und das zeigen wir dann und er wird das wahrscheinlich nicht hochladen, so wie er seine Debatte auch nicht hochgeladen hat. Ja, absolut, Bruder. Deswegen, guck mal. Das fängt doch dann wieder an mit Arabisch, kann man nicht übersetzen. Problem ist, Nico, guck mal, Problem ist, die wollen unbedingt mit Harut, mit mir, die wollen Debatten machen, live, in YouTube und dies, das. Guck mal, ich sag dir eins. Mit solchen Menschen ist es sehr, sehr schwer, eine Debatte zu machen, weil die können sich an Regeln nicht halten, weil die haben das nicht gelernt. Wenn jetzt jemand schon Tauhid letztens hier hoch war und sagt, ja, damals hast du unser Ding im Mund gehabt, sagte er zu mir, so hat es doch angefangen bei Harut. Es war doch bei dir, nee, es war bei Mensa, sorry, wo es doch total eskaliert hat. Überleg mal, ich rede mit dir mit Respekt, der sagt, du hattest damals unser Dings im Mund gehabt. Vor 500, 600 Leute. Ja, guck mal, schon allein diese Redensart, Bruder, Das ist auch nicht mehr witzig, Harut, verstehst come du? Come on, Harut. Come on, also, aber, fight, man. Aber, let's fight, hatte, man. Come on, Harut. Ich hatte vor ungefähr, ich glaube so anderthalb Monaten, war ich bei, ich glaube, Tauhid drin und da war Anke Dauer drin, Tauhid, und Hamdi war da drin und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Islam verstanden, Jani. Die Rabaukenbande war da. Ja, Gummibärchenbande, Bruder. Nennen die Gummibärchenbande. Ja. Genau, ich war drin und ich habe gegen zwei, fast gegen drei. Also gegen Hamdi und gegen Tauhid. Ja. Musste ich Fragen und Antworten stellen. Es war bis mitten in die Nacht ging das, von ungefähr 12 bis 2 Uhr. Es waren wirklich ungefähr so 100, 150 Leute da. Und die haben Fragen gestellt, ich habe geantwortet. Fragen gestellt, geantwortet. Bis der am Ende sogar selber gesagt hat, ich bin jetzt müde. Ich gehe ins Bett. Ja, er wusste keine Frage mehr zu stellen, die ich beantworten sollte. Ich habe ihm alles beantwortet. Und danach wurde das am Ende halt, es ist nicht im Frieden auseinandergegangen, aha, es ist im Lauten auseinandergegangen. Bam, 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 bam. Angriff pur.
Weil am Ende, ich wusste ja, wie was heißt besiegen. Genau. Ich weiß ja, wie ich mit ihm rede. Ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Ja. Und zwar, es steht ja geschrieben im Koran, dass es ein Volk gibt, was in unserer Bibel heißt das Gog und Magog, aber im Arabischen heißt das Jajuj und Majuj. Ja, Jajuj und Majuj, genau. Und dieses Volk existiert laut Tafsir bis heute noch. Ich weiß. In Aserbaidschan oder so, ne? Oder und die sind Mauer. Hinter einer Mauer zwischen zwei Bergen, ungefähr in der Nähe von. Und ich habe ihm gesagt, Zeig mir, wo Jajuj und Majuj, show me, man. Ich hab sogar mit Uncle Dawa habe ich Google Maps geöffnet. Ich habe ihm gesagt, zeig mir, wo Jajuj. Google Maps. Und dann, weißt du, was der gesagt hat? Der hat gelacht, der Handy. Der konnte nicht mehr. Der konnte nicht, weil, guck mal, wie sich das anhört. Jajuj und Majuj. Weißt du, was ich meine? So Wienings, so Chili Kebab oder so. Ja, genau. Und er hat zu mir gesagt, wir holen einen Helikopter. Guck mal, hier ist einer drin, der ist Zeuge, der war dabei. Wir holen einen Helikopter, wir fliegen zusammen dahin. Ja, das ist die Antwort. Come on, man. Show me where you put in my Mauer. Die Mauer ist geistige Mauer. Ah, plötzlich geistig. Metaphorisch dann plötzlich. Plötzlich metaphorisch geworden. Schon, wenn man nicht mal weiter weiß, dann kommt dieses metaphorisch und so Sachen. Genau. Guck mal, ganz kurz, Abo. Weißt du, warum der Hamdi nicht auf Hakika TV machen will? Weil Hakika TV unterschreibst du Regeln, verstehst du? Und das heißt, dein Video bleibt live, du kannst es nicht mehr runternehmen, weil auf seinem Kanal, wenn er verlieren würde die Debatte, der wird sie aber gar nicht hochladen, verstehst Natürlich nicht, Bruder. Genau, und das ist das letztens Problem. War doch die Diskussion mit mir, wieso hat er das nicht hochgeladen? Keiner von denen. Das machen sie immer, deswegen sage ich ja mittlerweile, wir müssen es einfach aufnehmen zu unserer Sicherheit, dass wir halt immer einen Beweis dafür haben, wenn sie es zusammenschneiden, so wie ich sonst immer. Bruder, deswegen frage ich mich. Deswegen frage ich mich. Beleidigt. Die haben das einfach rausgekattet, diese Beleidigung, und haben den Insta gelassen. Das ist unfassbar, ist das. Bruder, an dieser Stelle kommt so ein Piepston und so, weißt du? Adler, an dem Tag, als ich bei Mensa war, als es eskaliert hat zwischen mir und Hamdi und Tawhid, ne? Was denkst du, die wollten extra mich übertönen? Und zu zeigen, die haben mich in dem Moment fertig gemacht, aufnehmen und danach Video zeigen. Guck mal, wir haben ihn fertig gemacht, Das ist Kindergarten. Das ist Kindergarten. Kacke essen. Ja, aber Weval, ich würde Debatten nur auf Debatten TV machen oder auf Hakika TV. Alles andere können Sie vergessen. Come on. Mit blauem Bandana, come on. Weißt du, wo der am Joggen war? Anstrengend, manchmal ist anstrengend, wirklich anstrengend. Manchmal ist es wirklich so geil, ne? Ich liebe den aber. Du brauchst einen langen Atem mit dem Bruder. Ich meine das vollkommen ernst. Die denken was denkst immer, du? Ja, was denkst du, warum joggt der? Habibi, warum joggt der denn? Was denkst du, warum der Sport? Der bereitet sich für den Boxkampf mit Harut vor oder gegen dich? Nein, Bruder, er braucht einen langen Atem, weil er schnell und viel redet, wie ein Rapper. Das ist das Problem. Der will einen Boxkampf mit euch. Double Time, Bruder, Double Time. Der ist schon geil, ey. Also ich mag den, ich liebe den sogar nicht. Ich liebe den so sehr. Der ist richtig lustig, voll temperamentvoll und so. Ich mag das voll, dieses Verhalten. Aber diese Beleidigungen, Bruder, die gehen zum Beispiel schon viel zu weit. Dieses ganze Respektlose, das geht schon zu weit. Dieses ganze, ich hab dich zerstört, ich begrabe euch und so. Das ist Katastrophe, ist das. Guck mal, das Problem ist, es hört sich manchmal so an, wie wenn er wirklich nicht zivilisiert ist. Er ist irgendwo aufgewachsen, wo nicht wirklich, als wäre er kein zivilisierter Mensch. Sorry, wenn ich das sage. Nicht das zivilisiert. Das kommt dir auf TikTok so vor, Bruder. Letzte Mal, ich möchte nicht über seine Frau sprechen. Ich weiß, dass es für diese absolute Katastrophe ist. Nicht über Familie. Sie kam nur kurz rein, sie hat ihn kurz was gefragt. Weißt du, wie ruhig er ihr geantwortet hat und so, ja, Schatz und so, ich komme sofort und bla bla bla. Und direkt danach ging es wieder los. Sobald sie aus dem Raum draußen war, ging es direkt wieder los. So mit diesem So, weißt du, was geht denn jetzt ab? So, der Typ hat zwei Gesichter, so weißt du, so bei seiner Frau und seiner Familie scheint er so voll der nette, liebe Mensch zu sein. Wissen wir nicht, Bruder. Wir kennen sein Privatleben nicht, wir wissen nicht, wieder zu Hause ist, also ich auch nicht, Bruder. Das ist ja auch der Schlimmste, vielleicht ist er der Beste. Und das ist ja keine ist Frage. Jeder Mensch hat jeder Mensch hat ja so ein bisschen anderes Denkverhalten und so. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er halt ein bisschen so lieb ist und so, weiß er eigentlich im Herzen, dass er ein guter Mensch ist. Aber soll ich sagen, er kann der liebste Mensch auf dieser Welt sein. Für mich geht es nur um eins: Was ist sein Content? Ist Islam? Bruder, dann rede sachlich. Red doch ganz normal darum, warum aggressiv. Du verlierst sogar Mitglieder. Du verlierst sogar Mitglieder, ja, Bruder. Oh, richtig, das stimmt, mit den Beleidigungen vor allen Dingen. Aber Adlerblick, das Content könnte auch zum Beispiel sein, wenn du ihn irgendwann mal siehst, ja?
Ja. Zum Beispiel, pass auf, beim Fahrradfahren oder Klettern. Ich kenne das. Bruder, war das nicht falscher Springen? Nein. Falscher Springen, Bruder. Stell dir vor, du siehst den so irgendwo, ja. Bruder, ich war am Sterben, Bruder, ich konnte nicht mehr. Ich hätte aber Salam Aleikum. Nee, Bruder, der erinnert mich so krass an einen Freund von mir. Das gibt's nicht, Alter. Vom Aussehen 1:1 gleich, Mann. Aber der ist Marokkaner, der Freund von mir. Darum. Das ist doch was Wunderbares. Der geht wandern und sowas alles. Das ist ja was Schönes, sowas. Darüber sollten wir uns ja nicht lustig machen. Ich würde auch sehr gerne wandern gehen, wenn mich irgendjemand mal einladen würde. Ey, Bruder, soll wir wandern gehen? Hamdi lade dich ein. Geh doch mit Hamdi. Hamdi würde ich genauso gut wandern gehen, Bruder. Ich hätte damit kein Problem. Da könnte ich mal vielleicht mit dem persönlich vernünftig reden, weißt du? Bruder, aber du musst halt gucken, dass er nichts dabei hat. Der wird noch Christ. Adam hat gesagt, schon. Der wird noch Christ vor sein. Ich habe auch so ein Gefühl. Wenn Adam das, ich habe auch so ein Gefühl bei ihm, weil er ist ja nicht dumm, Mann. Er kennt die Bibel sehr gut, aber er hat sie nie verstanden. Das ist das Problem. Er hat sie nie mit dem Grundgedanken gelesen, doch, das ist das Wort Gottes. Er hat soll immer ich, mit soll dem ich, Gedanken soll ich schon gelesen, so weit gehen? Missionare auseinandernehmen. Wir Missionare. Soll ich schon so weit gehen und sagen, er heuchelt die Wahrheit? Ich gehe manchmal sogar schon so weit, dass er irgendwie die Wahrheit kennt, aber irgendwie sie nicht so akzeptieren will. Er wäre auf jeden Fall eine krasse Waffe. Er, Bruder, der kennt sogar noch Quellen, wahrscheinlich die wir noch nicht mal kennen. Glaub mir. Ja, auf jeden Fall. Verbergen. Es gibt viele. Auf Islam-Fatwa gibt es vieles, was nicht übersetzt ist. Wie zum Beispiel, die Waschung vorgegeben wird, wie Mohammed seinen Wudu macht. Da steht ja beschrieben, wie er auch sein Geschlecht, also sein Privatteile waschen muss. Ne? Da steht geschrieben, dass diese Waschung von Jibril ihm mitgeteilt wurde. Das heißt, Jibril hat auch Geschlechtsteile. Bruder, der jetzt hier gerade noch mit drin ist, ja, das Gleiche könnte man auch bei Ex-Muslim sagen. Bruder, Ex-Muslim ist einfach nur eine Bedeutung für mich. Was bin ich denn, wenn ich aus dem Islam austrete? Dann bin ich ein Ex-Muslim. Verstehst du das? Und wieso bin ich aus dem Islam ausgetreten? Aufgrund von so Sachen, die halt eben da drinnen stehen, wie sie da drinnen stehen. Und aufgrund der kulturellen Veränderungen, die ich in der gesamten islamischen Welt eigentlich betrachte, wie die Menschen sich dort verhalten, wie herzlos die viele sind, nicht alle, aber sehr viele davon. Und wie sehr viele anfangen, immer auf 180 zu kochen, nur weil man ganz normal aus ihren Quellen zitiert und nebenbei mal auch mal lächeln muss oder so. Ne? Das seht ihr ja direkt als Beleidigung. Aber das ist unfassbar, was ihr schon als Beleidigung auffasst, Mann. Ihr seid richtige Moralapostel in meinen Augen. Ihr habt gar keinen Spaß an eurem Leben. Alles seht, also wenn ihr so lebt, das macht ihr, aber untereinander seid ihr ganz anders. Ich weiß das ja. Ich war ja auch ganz anders untereinander. Aber nach außen habe ich immer so getan, nein, Religion voll streng, nein, damit muss ich so umgehen, nein, niemals im Leben, nein. Aber ihr seid doch selber, das ist Heuchelei, was ihr da macht. Das ist so zweischneidig. Wir haben einen Gast hier, der ganz hart auf stumm ist, aber er antwortet auch gleichzeitig. Er schreibt, wenn ein Engel dir beibringt, wie du Gebetswaschung machst, heißt nicht, er hat auch ein Dingi-Dingi unten. Ja, was denn sonst? Er muss doch eins haben, weil er muss doch genau zeigen, wie du das Ding auch wäschst. Richtig, also musst du wissen, was da unten ist. Ja, genau. Also reicht nicht, wenn der Jibril zu ihm sagt, wasch dich, muss er ihm noch zeigen, was er zu waschen hat. Richtig, danke. Danke, Alimor. Du hast, ey, Wahnsinn, wirklich, so, mir fehlen die Worte bei dir. Alimor, Habibi. Daje, wirklich, mir fehlen die Worte bei dir. Weißt du, was komisch ist? Im Koran steht, reinig, also wasch dich, ja? Genau. Also wenn ich zum Arzt gehe und der sagt, hey, du musst jeden Tag morgens um 6 Uhr dich waschen. Ich frage ihn mal, wie soll ich mich waschen? Der wird denken, ich bin krank im Kopf. Bruder Harut, können wir dingen morgen zusammen? Absolut, Alimo, absolut. Lass mal jetzt den Moslem bitte reden. Lass den Moslem reden. Bruder Harut, bist du morgen die online? Okay. Warte, Alimo redet, Bruder, jetzt warte doch ganz kurz. Alimo, warte kurz. Okay. Was war Alimo? Alimo? Ich habe gesagt, das ist das, warum sie dann zu uns sagen, ja, da steht doch gar nicht, im Koran steht doch nicht, wie du Gebetswaschung nimmst. Doch, das steht schon. Bloß ihr fragt nur zu viel. Da steht, wasch dich. Jetzt sagt er, ja, weißt du, wie du dich waschen musst? Natürlich, ich gehe duschen, fertig, Alter, aus. Jetzt habe ich mich hier waschen. Genau das meine ich, Animo. Genau, Bruder, ja. Genau das meine ich. Fragst du einen Arzt auch, wenn er sagt, wasch dich? Überleg mal, der Arzt sagt... Kennst du das? L ist selber für den... Aus dem Englischen übersetzt. Warte mal, Bruder, mal ein bisschen nach rechts. Ich muss lesen alles. Was? Oh, komm, ja. das ist ein Buch von Ibn Hajar al-Asqalani. Ist ein mehr weniger. Okay.
Immer so, Lack, wer ist dieser Al-Asqalani? Bringt mir den her, Yatim, den erkläre ich mal kurz in Koran. Also schon mal gehört, Bruder, aber ich habe es nicht gelesen. Oder das hat viele Bänder und das Buch, hier steht, es wird gefeiert, aber es wird sehr hoch anerkannt, weil das von Ibn Hajar ist. Ja, genau. Und genau. Weil es Berichte von den Gefährten hat. Weil hier steht ja Al-Sahaba, das ist von der Sahaba, was da beschrieben wird. Kann man denn bestellen? Und hier, das Ding ist, das krass ist, also ich habe bis jetzt noch nirgendwo eine Übersetzung davon gemacht. Das gibt es fast nur auf Arabisch. Und jetzt kommt's. Kein Sheikh konnte bislang darauf antworten, auf Band 4, auf Seite 11 steht geschrieben, und das ist jetzt kein Spaß, da steht wahrhaftig beschrieben, dass ein Cousin von Mohammed ihn vergewaltigt hat. Bruder, ich gebe mal kurz deinen Leuten hier im Ding ins Paar. Also ich kenne den Hadith, Bruder, also ich kenne das von Ilya Nathan, er hat es mal gezeigt, dass er vergewaltigt wurde, tatsächlich. Genau. Aber das Problem ist, Bruder, wir haben ja vorhin schon gesprochen, es gibt viele, die für uns noch nicht zugänglich sind, ja, weil die im Arabischen oder verborgen sind. Das heißt, wenn erstmal das, was dort schon quasi öffentlich ist, wäre es in Deutschland, Bruder, wäre es eine reine Katastrophe, wie eine Bombe eingeschlagen. Leute, gönnt euch ruhig ein bisschen was von dieser Treasure Box da oder so. Ich habe bisher zu viele Münzen gerade da. Ich will die ja nicht behalten, ich will die auch nicht auscashen oder so. Sondern nehmt euch immer ruhig diese Münzen damit, dann könnt ihr die weiterteilen, dann teilen wir uns die immer hier untereinander und so. Was heißt das denn? Wie geht das denn? Man kriegt da so ein paar Dinge, so, wie heißt das, ein paar Coins, dann kann man die öffnen, dann kriegt man so 2, 3, 4 Coins, dann kann man die irgendwann weiter verschenken. Okay. So, weißt ich du, das mache ich erst mal. Ich trinke erstmal meinen Harpus-Saft. Harpus. Mit Kuh. Guys, ich habe gehört, du hast heute Galaxy bekommen von Guys. Adler, so. Ja. Aber das sind auch nur Dingens, ne? Was waren das? 3 Euro oder so? Kannst du ja umwandeln. Also. Ja, wofür? Ich wofür kenne mich damit gar nicht aus. Ja, wieder für Kosten, ganze Geschenke. Ja, ich finde das voll scheiße, so, dass man echtes Geld dafür ausgibt, dass man dann irgend so ein Display-Ding bekommt. Aber irgendwie scheinen die Leute voll drauf zu stehen. Ich bin ehrlich, mir hat letztens einer im Live, also in einem Moment, ich gucke rein auf einmal, nach hinten später, habe ich einfach mal so 15 Euro hat mir einfach einer geschickt. Ich so, hä? Ja, der hat 30 aber bezahlt geht, dafür, ja. Das ist ja das Ding. Er hat 30 dafür bezahlt, dass du 15 Euro bekommst. Ja, echt genau. Jetzt? Ja, das geht schon. 30.000 Punkte sind 15 Euro. Das stimmt, ja. Ich habe auch, glaube ich, so ungefähr... Bevor irgendjemand hier Geschenke reinschickt, schickt ihn das doch lieber per PayPal oder per Bank oder so, das macht doch viel mehr Sinn. Ja, ist doch so. Oder doch, schickt ihm einen Döner oder geht mit dem, keine Ahnung wohin. Ja. Ajwa-Datteln, 7 Ajwa-Datteln will ich haben, 7 Stück. Schick mir einen Kühlschrank voller Ajwa-Datteln. Du kriegst nur Karpussaft. Karpussaft, ja genau. Hast du gesehen, aber Hanja, mein Karpussaft. 50% geht an China und genau da liegt ja das Problem. Geil, die Chinesen, ne, die haben ihre linksextremistische Lehre, haben die überall auf dieser gesamten Welt verbreitet. Aber die haben ein einziges Mal humanitäre Hilfe irgendwo geleistet, Mann. Ich hab eine Frage. Harut, Bruder Herz, der Dings, der wo oben ist bei uns, ne, dieser Rikalov, wieder spricht er noch oder? Ich hätte ein paar Fragen. Wenn es nach dem Kommunismus gehen würde, also Kommunismus geht ja immer einher meistens mit Atheismus, und nach denen sind wir eigentlich nur ganz normale Arbeiter, wir sollen leben, wir sollen gebären, wir sollen Kinder kriegen, die großziehen, die sollen auch arbeiten gehen, also das ist einfach nur so für die Wirtschaft. Kommunismus ist ein Wirtschaftssystem. Ich frage mich echt, wie Menschen an den Kommunismus glauben können, wenn sie an den Herrn Jesus Christus glauben. Ist ja unfassbar, ist das. Rikalov, hörst du mich? Ja. Rick? Achso, du sprichst auch. Oh, ich dachte, du bist die ganze Zeit stumm. Wie geht's dir erstmal? Und der Kommunismus ist überall auf der Welt angekommen. Hörst du mich? Warte mal, Alter, ganz kurz, Bruder. Ganz kurz, Bruder. Rikalov, okay, hörst du mich? Okay. Moment, lass ihn reden. Also bei mir ist wahrscheinlich gleich Akku leer. Ich gehe jetzt nach Hause sowieso. Ich lade das Handy auf, aber ihr werdet online bleiben. Echt? Geht es? Ja, das geht. Wenn Akku leer geht, dann bin ich sozusagen kurz weg. Aber du kommst dann wieder, ne? Genau. Ich mach einfach mal Kartalabi ganz groß. Bruder, weißt du was? Aus Respekt mach sogar Alimo groß. Ey, hör auf, Mann. Hey, ganz unser Dai. Ah ja, der war gut. Was ist denn für ein Bruder? Star-Bruder war er.
Adler will krass. Mein Gott, das ist Sachen, das ist nicht normal, ehrlich du. Adler will Ochsenbille, ich breche deinen Rücken, Ochsenbille. Ey Leute, ich Ochsen. Hab viel gerne mit dir. Der ist nicht normal. Das sieht man leider nicht ganz. Bebek Abi, Bebek Abi, Bebek. Die machen Sachen echt. Also da geht's noch weiter. Das ist ja schon islamisch, würde ich sagen. War ja sehr nah an der Realität, ja. Ja, ja, das ist sehr nah am Islam. Unglaublich. Also, Mann, mach das weg, bevor du gemeldet wirst, Mann. Ja, ja, der Dreck macht immer sowas weg, Bruder, wegen Gewalt und so. Warte, eine Sache kommt noch, ne? Das meine ich auch echt nicht böse. Eigentlich nehme ich das nicht gerne, weil ich denke halt so, das muss doch nicht sein, das ist doch ein bisschen zu übertrieben. Aber ich kriege halt solche Bilder geschickt von Brüdern, die sich dann die Mühe machen, weil die editieren ja auch unsere Gesichter überall rein. Wir sollen zwar nicht Gleiches mit Gleichem bekämpfen, aber es ist ja nur ein Joke. Nur kurz. Aber anscheinend. Doch mal ehrlich. Alter. Wie kommt man auf solche Ideen? Bruder, als ich das gesehen habe, ich war so wie dumm, ey, sorry, also. Der sah aus wie Buddhist rechts unten, ja? Ja, übel. Ja, warte, ist Harut noch hier? Harut, bist du noch da? Achso, Bruder, ja. ich dachte, du bist schon weg, Bruder. Ich wollte schon fast gestern über dich. 5 Minütchen brauche ich jetzt. 5 Minütchen, okay, Bruder. Guck mal, er schreibt schon direkt, er findet Gott und so. Ja, Bruder, wir reden doch gerade nur über Scherze und sowas alles. Ich habe diese Bilder zugeschickt bekommen. Sie machen mein Gesicht auf Grabsteine, sie machen Haruts Gesicht auf Grabsteine. Was ist denn schlimmer für euch, Mann? Das ist irgendein Bruder, Bild von irgendeinem Alter. Achi aus dem Internet. Bruder, also ganz kurz, ich muss dir ganz kurz noch was vorlesen. Den Bruder Rikalov, hörst du mich? Rikalov. Bin dabei. Okay. Sahih Bukhari, kann ich dir was vorlesen? Oh, zeig's noch bitte dann. Wie bitte? Bitte zeigen mit Kamera und so. Ach so, okay. Ja, das ist aber die Quelle. Was soll ich dir da zeigen? Soll ich dir das Buch von Sahih Bukhari kaufen und dann dir zeigen, oder wie meinst du das? Hast du keinen anderen Tablet, irgendwas, PC, wo du zeigen kannst? Ach so, nee, leider nicht. Gerade nicht, leider. Tut mir leid. Aber kann ich. Warte, bis Saro kommt, dann kann er es hier einblenden. Ja, Harut, wie lange brauchst du, bis du zu Hause bist? Adler, aber warte mal, das ist auch ein Plan drauf. Wie lange brauchst du, Harut? 5 Minütchen, dann schließe ich an, mache ich Handy wieder an. Okay, kein Problem. Geht bestimmt jetzt gleich aus. Ja. Okay. Ja, Dings, Rick. Als Ausgleich Ricky. Hier, ob das jemand sieht. Rekilov. Ja. Wenn jetzt der Mann zum Beispiel zu seiner Frau sagt, ich möchte jetzt mit dir Geschlechtsverkehr. Darf sie rein theoretisch sagen, nein, ich möchte nicht? Ohne einen Grund, dann. Jetzt ist wieder fair. Ne, ihr müsst ja immer Gleiches mit Gleichem vergelten, das ist unglaublich. Hey, auch wenn ich hart und lieb bin, aber ich finde das echt lustig. Oh Mann, schade. Usbekische Märchen kommen jetzt. Mit Kamil. Wieso sind denn jetzt alle ruhig? Abu Hanjar und der andere Bruder und so. Bruder, ich will reden, du redest dazwischen die ganze Zeit, deswegen bin ich böse. Nee, ist ja nicht böse gemeint, ich will die ganze anfangen, du tust dazwischen die ganze Zeit rumplaudern, Bruder, was soll ich machen? Ich hab fünf Mal angefangen, da hab ich aufgehört, Bruder. Ich warte einfach, bis Haru kommt, Bruder, egal. Come on! Das ist so geil, ne? Ich liebe den Hamdi, Alter. Der hat mich schon so oft zum Lachen gebracht. Dieses Come on, das habe ich mir an einem Tag, glaube ich, 10 Mal angeguckt. Ey. Das ist so geil. Come on. Und damit so mit dem blauen Bandana und so. Ich bin Endpunkt und so. Kein Problem, ich bin stolz drauf. Ihr Lugner, ihr Missionare. Solange ich hier in Ostdeutschland und Norddeutschland bin, ich zerstöre euch. Das ist so geil, ey.
Ein Glühwein trinken, hä? Ein Spritzer, ja, ich sag sauer Wasser. Das ist so heftig. Ihr Scharlatane, ihr Lugner, ihr Missionare, ich zerlege euch. Nein, aber sollen wir jetzt mal wieder ein bisschen in uns kehren und wieder ein bisschen aus der Bibel lesen? Was sagt ihr? Hat irgendjemand einen Bibelvers für mich? Weil das wäre ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen angebrachter, als die ganze Zeit darüber zu lachen, weil ich lache jetzt schon den ganzen Tag darüber. Das ist unglaublich. Deswegen sage ich ja, möge der Herr ihn segnen für solche Sachen. Möge der Herr ihn sehr reichlich segnen dafür, weil ich lache, verstehst du? Wenn ich darüber lachen kann, dann ist das ja kein Problem. Solange es keine heftige Beleidigung ist, so wie bei den anderen Sachen, wie über Harut und so, habe ich damit 0,0 Probleme. Davina, der Abo meint ja, der redet gleich, sobald Harut wieder zurück ist. Jetzt übernehme ich erstmal die Show. Ja, aber Adler, du weißt ja schon, warum der Hamdi das überhaupt macht, gell? Weil sonst hat er ja keine Begründung, dass er in Europa lebt, im Land der Ungläubigen. Ich finde, das ist so ein bisschen nicht Charismatiker im christlichen Sinne, sondern halt, das ist so ein bisschen so charismatisch, was er macht. Also, sie haben immer den Hintergrundgedanken, dich zu ihrem Glauben zu bekehren. Das haben wir aber gar nicht. Das ist so heftig, nein, ne, was du sagst. Bruder, die müssen doch Dawa machen. Verstehst du? Ohne Dawa habt ihr keinen Grund hier zu leben. Guck mal, Bruder, wir predigen und wer es annimmt, wer das Wort Gottes versteht, der folge uns. Gar kein Problem. Wer es nicht annimmt, gar kein Problem. Geht ruhig weiter eures Weges, lebt ruhig weiter euer Leben. Wir wünschen euch Gottes Segen. Wir wünschen euch Gottes reichlichen Segen für eure Familien, Gottes reichlichen Segen für euer Arbeitsleben, für euer Schulleben, für euer Unileben. Das ist gar kein Problem, das können wir aber. Wieso können Sie das nicht? Wieso können Sie nicht sagen, möge Allah dich belohnen? Sie können nur sagen, möge Allah dich recht leiten, möge Allah dich recht leiten, möge Allah dich recht leiten. Das ist das Einzige, was Sie sagen dürfen. Sie dürfen uns nicht. Dich belohnen dafür, dass du ein Mensch bist. Du verstehst halt nicht, alles, was sie sagt, ist, yani, ihr seid Ungläubige für uns. Du bist auch ein Ungläubiger für mich. Wo ist denn das Problem? Dein Glaube ist für mich absoluter Schwachsinn. Wo ist denn das Problem? Ich glaube nicht daran, dass Mohammed der letzte Prophet gewesen ist. Wo ist denn das Problem? Ich habe kein Problem damit, was du glaubst oder was du nicht glaubst. Muss ich jetzt als Mensch deswegen sagen, nein, möge der Herr dich nicht segnen, möge der Herr dich verfluchen, kommst du in die Hölle, Inshallah, du Käfer, du dies. Machen wir so etwas? Nee, also das musst du nicht sagen, das hat schon deine Bibel gesagt. Ah, okay, das muss ich nicht sagen. Ja, ihr kommt ja auch in die Hölle, wenn ihr nicht der Bibel folgt, ja. Ja, genau. Das muss ich nicht sagen, verstehst du das? Nee, ich wünsche dir trotzdem Gottes Segen. Dein Koran und deine Sunna sagt, dass man mir den Kopf abpacken soll. Das ist ein sehr großer Unterschied. Nee, sowas steht nicht. Kopf abpacken und einfach so auf der Straße und dann nehmen wir den Adler und dann. Sura 8, Kopf, Vers 55, da nennt dein Gott uns schon mal Vieh, also Tier. Wo, nochmal? Sura 8, Vers 55. Dann bringen wir dir jetzt gleich noch die tötet sie, wo immer ihr sie findet, etc. Und wenn ihr sie getötet habt, dann ist das so, wie wenn Allah sie getötet hätte, deswegen keine Sorge. Ja. Oder Sura 2, Vers 65, schreibt ein Bruder hier noch mit rein. Okay. So. War das ein Kater? Hört ihr mich, ihr Lieben? Ja. Das war meine Adler. Ja, meiner hört sich nämlich genauso an. Ach so. Der Zigeuner, der Fett, zack, will wieder was essen. Warte, ich hole auch meinen Kut an. Ich weiß nicht, wie du da heißt. Kann nicht so gut Arabisch lesen. Also, Sure 8, 55. Die Sure heißt Al-Anfal. Anfall. Das ist, glaube ich, die Beute, ne? Anfall heißt, glaube ich, die Beute, oder? Oder nicht Anfall. Martin Müller, bitte sei du erstmal ruhig. Seit einem Monat beleidigst du mich, bedrohst du mich und du wirst mich finden. Du findest gar nichts. Finde du bitte erstmal. Warte mal, er bedroht dich, oder wie? Hier schon die ganze Zeit, seit einem Monat. Komm mal hoch. Ich habe so ein Video gemacht. Martin Müller, komm mal hoch. Wenn du was sagen hast, dann komm mal hoch. Ich will den nicht beleidigen, möge der Herr ihn. Nein, nicht beleidigen, Bruder, ganz normal. Willst du was sagen, Martin? Dann komm bitte hoch, Martin Müller, wir können miteinander sprechen. Martin, willst du hochkommen? Komm hoch, Martin. Sag uns, was du im Herzen hast.
Seit einem Monat macht er das. Der verfolgt mich in jedem Livestream. Ich werde dich finden. Ah, ich habe dich schon fast. Und ah, keine Sorge, den packe ich mir. Keine Sorge, mit dem mache ich so und so. Du bist ein Kind, bist du. Das ist absolut kindisch. Mit solchen musst du auch nicht unbedingt. Also, ja, ich verstehe nicht die Leute. Tja, Alima, verstehst du mich aber dann wenigstens? Ja, hier natürlich verstehe ich, sowas gibt's nicht. Ich habe mir vorher schon mal gesagt, Adler. Martin, komm mal hoch. Solche Sachen, hey, wir können wirklich debattieren, wir können diskutieren. Alimo, Adaye, die sollen sich ein Vorbild nehmen. Du bist, finde ich, ja, wirklich vorbildlich. Dein Verhalten ist vorbildlich, Bruder. Wieso können wir mit dir mit Harmonie und Respekt sprechen? Warum? Warum geht es mit dir? Wieso? Ich verstehe das selber, weil, weißt du, das regt mich auf, Abu Khanjar, ich bin ja Muslim, ja. Ja. Und wenn ich wegen anderer Muslime so angeguckt werde, als ob ich Mörder bin, dann weiß ich, woran das liegt. Das liegt nicht daran, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern das liegt daran, weil viele von denen nicht mal ihre Religion verstanden haben, ja. Und das kostet mich einfach an. Okay. Richtig, ja. Zu mir sagt keiner, du bist halt Muslim, ja. Wenn Muslime nicht so reden, sagt mir keiner was. Sure 8, Vers 55. Wahrlich, die Ungläubigen sind wie das Vieh. Guck mal, Alimo. Hast du auch so viel davon? Für mich. Aber Adlerblick, Adler. Also, okay, gut, so, okay, rede. Ich höre. Ja, ich sehe es ja. Also ich hab den eingeladen, er wollte nicht hochkommen, jetzt wurde er blockiert. Meinst du den Müller? Bitte Martin Müller, oder? Genau. Bitte Martin Müller, gehe auf die Knie, frage Herr, wenn es sich gibt, dann zeige dich mir. Bitte Martin Müller, leg deine schlechten Angebote ab, jeden Menschen Gewalt anzudrohen, der dir nicht passt oder so, aufgrund deiner Denkweise über diese Welt und über deine Religion, die du da hast. Adler, bitte, Bruder, leg solche Denkweisen ab, bitte. Ich habe ihn geblockt, Bruder, der ist ein Kind. Mit Martin Müller, weißt du, scheiß auf den. Bruder, allein schon, durch sein Bild ist er raus vom Islam, Bruder. Hat nackte Männer, der kleine. Käfer. Aber guck mal, du musst ja auch denken, Übersetzungen, wenn man sagt, so, da war, das heißt ja Tiere im Allgemeinen. Aber warte, denk doch mal darüber nach. Wie können überhaupt Tiere Kuffar sein? Oder Muslime, oder Juden, oder Christen. Ja. Checkst du halt? Ja. Deswegen müssen wir gucken, was damit gemeint ist, weil im Arabischen haben manchmal Wörter, so wie du gesagt hast am Anfang, Nikah zum Beispiel, könnte mehrere Bedeutungen haben. Wie viel Bedeutung hat so ein Nikah? Das Wort Dawab an sich kommt von Dabba. Und Dabba bedeutet alles, was auf Erde läuft. Bruder, ganz kurz, wegen Nikah, können wir über Nikah ganz kurz nur bleiben? Du kannst Arabisch ein bisschen, oder? Ja, ja. Wenn du jetzt Nikah hörst, sagst du das auch zu deiner Mutter, ich möchte Nikah machen, ich will diese Frau heiraten, also sagst du auch das Wort Nikah, benutzt du das? Ja. 1000000% stimmt es nicht. Was denn? Noch nie in meinem Leben habe ich von einer arabischen Familie oder von irgendeiner muslimischen Familie je gehört mit Mama, ich möchte diese Frau, möchte ich Nikah. Die würden dich auslachen. Bruder, aber das ist klar, warum ich das sage, Bruder? Ich komme selber aus einem arabischen Land. Ich rede, Bruder. Guck mal. Ich komme selber aus einem arabischen Land. Okay? Ja. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, dass man das für heiraten benutzt. Bitte, deswegen sage ich dir, zeig mir, egal welche arabische Familie, sogar live, mir ist egal, die das bestätigen. Ja? Es wirst du nie finden. Und wenn ja, dann sagt er das, damit er quasi sein Koran nur verteidigt. Bruder, das wirst du niemals im normalen Sprachgebrauch, wirst du das Wort Nikah. Ganz kurz, Bruder, du kannst gleich reden. Kein Problem. Ja, ist gut. Du wirst es niemals in deinem Leben hören, dass man das für heiraten benutzt. Weil Nikah kommt von Bumsen. Und das verwendet man. Du weißt selbst, Nikah, das ist Bumsen, Bruder. Das ist, ich will das Wort nicht mal aussprechen. F. Ja? Mehr nicht, Bruder. Was heißt mehrere Bedeutungen? Guck mal, wenn du im Deutschen sagst, ich schlafe gerne mit ihr, da kann man das zweiseitig verstehen. Genau. So, aber Nikah im Arabischen ist speziell nur für Poppen gemeint. Nur dafür, Bruder. Ich stell dir mal vor, ich sage, ich gehe jetzt Nikah mit meiner Schwester, aber ich will damit nur schlafen jetzt. Ich gehe jetzt auch schlafen mit meiner Schwester. Bruder, das geht nicht. Dieses Wort Nikah benutzt man im Arabischen. Ich habe nie gesagt, dass Nikah schlafen bedeutet.
hast du jetzt gesagt. So nur ein Beispiel. So nur ein Beispiel. Okay. Ich könnte nur damit sagen, Nikah. Wie kann man das Wort Nikah für Bumsen benutzen, aber auch für heiraten? Wie soll das gehen, Bruder? Ja, erstens zu deinem ersten Argument, dass heute keiner sagt. Es gibt auch sehr viele Wörter im Arabischen, die auch heutzutage Araber gar nicht benutzen oder gar nicht kennen. Weil die sprechen halt so Straßenarabisch, sag ich jetzt mal. Das ist Hocharabisch. Deswegen muss man. Absolut hast du recht. Auch Arabisch ist wieder ein bisschen anders. Nur weil manche Araber diese Wörter nicht benutzen. Es gibt ja auch überall Deutsch, keine Ahnung. Ja, absolut. Englisch. Es gibt halt Wörter, die werden gar nicht benutzt. Ich geh mit dir, Bruder. Ja, absolut hast du recht. Hocharabisch ist anders. Absolut. Ich gebe dir sogar recht, Bruder. Aber jetzt musst du Stopp machen. Ich sag dir warum. Aber ich kann dir aus dem Koran zeigen, dass dieses Wort benutzt wurde. Einer, der Arabisch spricht, ja. Keiner, der Arabisch spricht, würde dir jemals wirklich verraten, was da ist. Weil du weißt doch, die meisten sagen das. Das ist eine Beleidigung, Nick Ummuck. Weißt du, was das bedeutet? Bruder, natürlich. Deswegen sage ich dir, niemand wird dafür sagen, das dass er heiratet. Das ist eine Beleidigung, dieses Wort. Und das benutzt. Aber wieso, Bruder? Bruder, man hört dich nicht so gut. Hey, hört ihr ihn auch? Dein Punkt gegen das Wort an sich oder das nicht mehr benutzt wird? Oder weil ich verstehe jetzt nicht. Wo ist das Problem? Bruder, das Wort Nikah ist niemals. Guck mal, das ist ein sehr beleidigendes Wort. Das ist wie wenn ich im Deutschen FI sage, ne? Ich gehe jetzt FI machen. Bruder, wie kann man das für heiraten benutzen? Das Problem ist damals, guck mal. Die arabische Sprache, musst du überlegen, das war jetzt keine Sprache, sage ich mal, für das waren nicht irgendwelche Philosophen oder sowas, ja, wo ein bisschen aufgepasst haben, wie die reden, sondern die haben geredet an das, was sie denken, ja. Wenn jemand sagt, ich gehe jetzt mal, ja, ich habe sie heute geheiratet, ja, dann hat man gesagt, ja, da mach nur einmal ein Beispiel, das heißt, ich habe heute mit ihr geschlafen, das war unsere Hochzeitsnacht, so. Aber wenn man sagt, ich habe heute mit der gebumst, da hat man dasselbe gemeint damals. Also ich habe sie gepoppt quasi, aber ich habe damit gemeint, ich habe die geheiratet. Dieses Hochnäsige quasi, ja, diese Redensart, Bruder, war damals nicht so. Man hat einfach das gesagt, was man in dem Moment einfach für das benutzt. Dieses Wort hat man benutzt, also hat man das gesagt. Dass man heiraten damit gemeint hat, Bruder, das kann sein, aber das Wort heißt, hat mit Heirat nichts zu tun. Das ist Bumsen einfach. Das Wort ist einfach nur für Poppen, fertig. Man hat es aber dann bezogen auf heiraten, weil man es vielleicht verschönern wollte, ne? Damit man nicht gleich denkt, das ist ein dreckiges Wort. Aber das Wort hat wirklich nichts mit Respekt zu tun, hat nichts mit schön zu tun. Es ist ein sehr beleidigendes Wort. Aber ganz das kann man nicht verschönern. Also, nach deiner Logik ist das Bumsen. Soll das was Respektloses sein? Also für mich ist das was ganz Normales. Bruder, wenn ich eine am meisten für dich, zwischen Mann und Frau verheiratet. Ich weiß nicht, wo jetzt wo das Problem am Bruder ist. Nein, stopp. Du kannst doch nicht zu deiner Mutter sagen, Mama, ich möchte heute Aisha. Bruder, ganz kurz. Du kannst doch nicht zu deiner Mutter sagen. Bitte nimm nicht sowas als Beispiel. Nicht deine Umminin. Okay, dann nehmen wir. Auch nicht den Namen, bitte. Das irgendeine. Okay, gut, alles gut. Dann nehmen wir, keine Ahnung, für einen Namen. Ne? Nimm eine Dilara. Dilara. Du kannst nicht zu deiner Mutter sagen, Jumma, ich will heute die Dilara. Nee, ich will die Dilara Nikah. Ich will sie heiraten. Die würde ich auslachen und sagen, was hast du gerade gesagt? Ja, warum? Ich meine damit laut Koran heiraten. Die würde ich sagen, du bist verrückt. War, dass dieses Wort nur eindeutig ist. Natürlich. Hat keine Bedeutung. Absolut. Nichts mit heiraten zu tun, Bruder. Beweis mir das mal bitte. Beweist du mir, dass es nicht so ist? Ich kann das. Ich kann dir gerne jetzt... Zeig mir, dass Nikah auch heiraten gemeint ist. Also in dem Sinn wirklich heiraten. Aber du kannst ja kein Arabisch, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, wie ich dir das übersetzen soll. Ja, ich kann irgendein Arabisch. Weil ich müsste jetzt der. Nein, würde ich ein paar Nachrichten sagen. Nikah bedeutet eigentlich nur Geschlechtsverkehr. Und das wird halt eben als. Das ist ja unfassbar, ist das. Deswegen haben mich wahrscheinlich die Brüder in der Moschee damals so gefragt: so, heute Abend wirst du richtig schön Dingens und so, und man sieht dich bestimmt die nächsten Tage nicht mehr in der Messe. Sowas haben sie zu mir gesagt. Anstatt mal so zu sagen: so, hey Bruder, ich wünsche dir viel Dingens und sowas alles, das wird bestimmt lange gehen mit euch. Und wie läuft das? Anstatt sowas haben sie mich echt gefragt. Jetzt kommt er und wird dir sagen: ja, heute wird es so benutzt, früher wurde es nicht so benutzt. Ist doch egal, komm. Genau. Guck mal, die Sache nee, ist, ich habe nicht gesagt, heute wird so benutzt, früher so benutzt. Ich habe gesagt, das Wort ist mehrdeutig. Aber benutzt man das heute noch? Benutzt man das heute noch so? Bruder, ganz kurz, benutzt man das heute noch so? Aber das, guck mal. Ja oder nein? Ob man es benutzt oder nicht, das ändert nichts. Nein, benutzt man das? Nein, Habibi, das ist wichtig. Benutzt man das heute noch? Das Wort? Ja, für heiraten.
Ja, wenn man islamisch heiratet, dann ja.